Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Forest Games. Heute mal alleine, meine Stimmung ist ein bisschen ruhiger. Aber ich dachte, ich muss einfach nochmal produzieren. So. Keine neue Nachricht. Ich stehe im Haus. Und hier war keine Tür, gut. Ich höre ein Skelett schießen. Ich habe ein Skelett schießen sehen. Wow. Okay, du hast das besser gemacht. Ich habe mich mehr erschrocken als ein Slender. Und wie weit waren wir jetzt eigentlich hier? Wo waren wir bei? Scheiße. Ernsthaft jetzt? Nee, oder? Och nein. Das ist größer Abfuck. Ernsthaft. So. Hier fehlt auch eine Treppe. Krass, das Holz ist alles weg. Zack, zack. Ah nee, das kann ich mir ja eh sparen. Bin ich gerade so ein bisschen in Not. Wegen dieser schönen Explosion. Ey, ich bin gerade echt ein bisschen sauer. Warum muss es überhaupt jetzt explodieren? Kaum spiele ich, passiert irgendwas. Ey, das ist nicht möglich. Und ich weiß eigentlich auch wieder, wo wir bei waren. Leider hatte das Ganze nichts hiermit zu tun, was wir gerade machen, aber da uns der Creeper mal die ganze Tour vermieselt, müssen wir das erstmal wieder reparieren. So. Zack. Slabs waren hier. War doch so, oder? Nö. Einfach nö. So. Nee. Sieht auch kacke aus. So. Nö, sieht auch kacke aus. War das denn? Doch, das war so. So wie das gerade war, war's. Also so. Aber jetzt müssen wir hier wieder was hinsetzen. Na, wo kommt die erste Stufe? Ab dem nächsten, also ab hier. Ah, jetzt ist das Licht hier wieder weg. Wahrscheinlich spawnt derzeit der nächste Creeper, der wieder alles in die Luft sprengen möchte. Voll der Scheiß. Da oben geht's gerade auch nicht weiter. So, das heißt erstmal hier wieder zumachen. Ja, das jetzt hier mit. Ich glaube, hier war das so, oder? Ja. So, Stufen. Hier. Ich muss weitere Treppen machen, sonst reicht das nicht. Warte, wo ist der Rest des Holzes? Okay. Einfach mal durch den Bug weg. Klar doch, kein Problem. So war das genau. So war das aber nicht. Okay, hier sind die ganzen Blöcke wieder. War doch so, oder? Ja, so war das. So, die letzte Fackel nach hier setzen. Oh, ich habe noch ein paar mehr dabei. Dann sorgen wir dafür, dass hier auf keinen Fall mehr ein Creeper spawnen wird. Und dann verpissen wir uns jetzt wieder und machen eigentlich das, was wir vorher machen wollten. Was im Moment unsere Aufgabe ist, und zwar
so viel Stein zu sammeln, dass wir unsere Mauer zu Ende bauen können. Ist nicht sehr viel Stein drin. Ich guck mal kurz, wie es meinen Eiern hier unten geht. Oh, einige. Ah, ich mach daraus direkt mal neue Hühner oder Kuchen. Ich müsste aber nur mal selber überlegen, wie da funktioniert der Kuchen. Egal, ich nehme erstmal Melonen mit. Ich glaube, wir müssen Kürbisse auch anpflanzen. Aber was mir eh gerade erstmal auffällt, ist, dass hier diese Reihe falsch eingepflanzt ist. Nach da kommen nämlich Melonen. Und deshalb werde ich jetzt auch ein Ei wegwerfen. Mal kurz hier was nachpflanzen und okay, ich habe die Mannschaft dabei. Interessant. Ich würde nur gerne wissen, woher. Wahrscheinlich beim Minikampf gegen Mark letztes Mal, wo der dabei war und uns überrascht hat und uns gefragt hat, Mark, was ist los? Warum bist du alles voller Diamant? Und der es anscheinend wirklich erarbeitet hatte und nicht gecheatet. Und ich habe dann das alles geklaut und verbrannt, weil ich dachte, der hat das gecheatet. Und vielleicht hat das wirklich gecheatet, vielleicht auch nicht. Wissen wir alle nicht. Außer Mark. Aber ich weiß nicht, ob wir dem jetzt glauben können. Was das angeht. Wobei, ich vertraue ihm da schon, aber ich bin mir uneinig. Weil er hat ja wirklich so viele Diamanten, dass es eigentlich gar nicht sein kann. Aber im Grunde würde ich mir eigentlich vertrauen. Naja, unser Ziel ist es jetzt nicht darüber nachzudenken, sondern jetzt hier Stein abzubauen und diesen Stein dann für die Mauer zu verwenden. Und was wir hier unten in diesem Raum dann machen, habe ich keine Ahnung. Ach ja, was mir gerade noch einfällt, da bin ich die Eier auch schon mal los, ist sie hier oben reinzuwerfen. Ja, war eigentlich eine blöde Idee, egal. Oh, 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 nein, geht auch, oh, okay, ich wollte gerade sagen. Ah, okay, jetzt bin ich auch noch runtergelaufen, super schlau von mir. So, so. Okay, jetzt komme ich hier raus und die Hühner nicht mehr. Die letzten drei Eier. Da kam tatsächlich noch ein Huhn raus. Und dann lasse ich die das nächste Mal runterfallen, sobald die wieder ausgewachsen sind. Und bis dahin gehe ich mich dann erstmal hier unten noch ein bisschen mehr um Stein kümmern und noch ein bisschen mehr abbauen. Ist nun mal nötig. So, ich überlege das Ganze wirklich noch tiefer weiterzumachen, wo wir auch auf Erze antreffen können, was vielleicht praktisch wäre, weil wir sehr wenig Eisen haben. Das heißt, ich gehe jetzt mal irgendwie nach. Sagen wir einfach mal hier rein. Hier wurde der Weg ja noch nicht weiter gebaut. Und wenn wir davon ausgehen, dass es noch gemacht wird, dann ist ja eigentlich ganz okay der Platz. So. Eine kleine Mauer lassen wir trotzdem noch dazwischen. Oder wir machen einfach einen riesigen Weg nach unten. Also einfach so. So ewig breit, 4 oder 5 Gänge, das Ganze sehr übertrieben, ist cool aus. Naja, aber das ist, glaube ich, ja, für so einen Bunker oder sowas, glaube ich, eher so untypisch. Aha, was haben wir hier? Interessant. So. Eine Pflanze.
Eisen nehme ich mal mit. Okay, Fackeln. Hier ist Ende. Und in die Richtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 Eisen. Mehr als 5 Eisen. 6, 7 Eisen. Aber das sind mehrere Erze, die direkt nebeneinander lagen. Weil es sind jetzt 8 Eisen. Eisenerze. 8, 9, 10. 11. 11 Eisenerze direkt aneinander und direkt verbunden zur nächsten Höhle. Aber ich gehe erstmal hier rein. Nicht wegen dem Skelett, sondern um zu gucken, was hier ist. Außer dem Creeper. Okay, ich schaue es irgendwie nicht gegen Creeper zu kämpfen. Aber ich sollte mal essen. Das ist sehr gefährlich. So, und während ich esse, seht ihr, wie ich lege, während ich jetzt hier abbaue. Wow, ich wurde what the fuck? Wo kommen die beiden? Alter, wie ich lege. Was ist da los? Okay, ich hab's geschafft, aber irgendwie nur relativ knapp. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich noch was esse. Um Leben zu regenerieren, weil das gerade mit den Lexus war ja gefährlich und sehr, sehr, sehr krass. Also erstmal noch hier lang gehen. Kohle, denke ich. Ja, doch, nehme ich doch mit die Kohle. So, weil Kohle bringt auch was Level und da kann ich bald was verzaubern mit unserem geklauten Verzauberungstisch. Habe ich ganz vergessen, dass er ja weg ist. Aber ich werde mich jetzt zur nächsten Aufnahme hin dafür einsetzen oder dafür sorgen, dass der wiederkommt. Denn die Teams, die das geklaut haben, sind jetzt anscheinend nicht mehr da. Wir werden dann zumindest den Verzauberungstisch selber zurückholen, ob das jetzt durch einen Befehl ist oder wieder craften. Weil ich denke, wir werden das über einen Befehl zurückholen, weil wir dafür sehr lange gespart haben und der gegen die Regeln geklaut wurde. Wir werden es aber nicht alles zurückholen, wie Bücher oder so, was uns ja vor einiger Zeit dann gegrieft wurde, sondern wirklich nur den Verzauberungstisch. Die Bücher kriegen wir auch so. Die Bücherregale schaffen wir auch so drumherum zu stellen. Aber das ist ja jetzt auch egal. Mal gucken, wie wir das machen. So. Noch was Schönes. Coolie. Ah, hier ist noch mehr Kuh. Ein Schwein ist hier unten. Ey, hier unten ist eine Pflanze, ein Schwein. Was läuft hier schief? Noch ein Schwein? Soll ich hier unten eine Schweinefarm machen oder was? Was läuft hier schief? Aha. Es gibt also einen Geheimeingang ab jetzt zu uns. Okay, da oben kommen die Schweine anscheinend her und wenn man da oben reinfällt, dann kommt man anscheinend schnell und leicht zu unserem Lager rein. Na, das ist relativ gefährlich, aber was soll's. Hier oben scheint nichts mehr zu sein.